Wir tauchen jetzt noch tiefer ein und haben drei inspirierende Impulsgeber gleich hier auf der Bühne, die auch drei Impulse uns vortragen, zeigen werden. Und sie werden sich mit den Pfeilern der Digitalisierung beschäftigen. Und die drei Pfeiler lauten einerseits Connectivity. Dann schauen wir uns an, was im Bereich Cloud los ist. Und zum Schluss dann Security. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu drei Experten hier auf der Bühne haben werden. Zum einen einmal Ulrich Welz. Er ist Vice President Enterprise Networks bei T-Systems. Dann Fabian Klose, Vice President Global Cloud Sales bei der Telekom. Und Thomas Müller-Kassner, Vice President Leiter Telekom Security. Und jetzt darf ich die drei Herren hier auf die Bühne bitten. Ganz viel Spaß. Ja, okay. Zwei Sachen, das ist leider nicht angekündigt. Ah, stimmt. Wir gehen nicht weiter. Ja, wir legen los. Schönen guten Morgen. Von meiner Seite, mein Name ist Ulrich Welz, die Dame hat mich kurz vorgestellt. Ich bin der Netzevertreter heute, also Digitalisierung hat aus unserer Sicht drei Säulen. Das ist Security, das ist Cloud und das sind die Transportnetze. So, ich werde ein bisschen was zu sagen, wie man die Daten, die bei der Digitalisierung anfallen, wie man die am besten überträgt. Und dazu habe ich ein bisschen im Internet geschaut und mich mit meinen Kollegen unterhalten. Digitalisierung erzeugt Riesenmengen an Daten. Die kommen von den Sensoren, die Analysten erwarten ungefähr 150 Milliarden Sensoren, die über die Netze ihre Daten übertragen. Das sind 20 Stück pro Einwohner auf der Erde. Also die Daten, die da auf uns zukommen, die sind natürlich von der Menge her unvorstellbar. Und wenn man sich es ein bisschen anschaut, ein bisschen visualisiert, dann kommen davon die meisten aus IoT, also Sensoren oder Dinge, Maschinen, die wir anschließen. Und in Summe werden wir mit einem Datenvolumen von 44 Zettabyte rechnen. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Und nicht nur die Zahl allein ist natürlich sehr beeindruckend, sondern auch der Anstieg der Daten, die anfallen. Das heißt, wir werden über die Jahre ein riesen Datenvolumen haben und alle diese Daten wollen übertragen werden. Von da, wo sie entstehen, dahin, wo sie verarbeitet werden. So, Daten sind nicht gleich Daten, da gibt es Unterschiede. Es gibt welche, die wollen schnell übertragen werden, es gibt welche, die haben es ein bisschen gemächlicher. Es gibt dann welche, die durchaus auch ein bisschen tolerant sind, wenn was verloren geht. Andere sind da intolerant. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen darauf einstellen, was wir da übertragen wollen und wie die Netze, die das dann letztendlich handeln müssen, machen. Das heißt, Digitalisierung braucht eine ganz andere Netzplattform darunter, wie wir sie heute kennen. Die muss berücksichtigen Cloud Computing, Public, Private Cloud. Die muss die Anzahl der Teilnehmer berücksichtigen und die muss die verschiedenen Daten, die anfallen in den verschiedenen Anwendungen, auch benutzen. So, eigentlich brauchen wir, wenn wir heute moderne Weitverkehrsnetze anschauen, eine Cloudobahn, also eine Autobahn zwischen Datenentsteher und Datenverarbeiter. Und man kann das ganz gut vergleichen mit einer Autobahn. Da gibt es welche, die dicken Brummis, die fahren dann links ein bisschen gemächlicher, haben mehr geladen, wollen aber auch sicher ankommen. Da gibt es die rechte Spur, da fahren dann die Porsches und Co. Die darf man nicht aufhalten, die wollen einfach durchfahren. Deswegen ist das Synonym mit der Autobahn, das passt ganz gut zu den Netzen, die die verschiedenen Daten übertragen müssen. Dass heute nicht alle Netze in der Lage sind, mitzuhalten mit Digitalisierung und den Anforderungen dazu, das liegt auf der Hand. Und wenn Sie meinen Vortrag nachher schauen, der hier gleich stattfindet, dann zeige ich Ihnen ein bisschen im Detail, wie das geht, welche Ansätze wir fahren und was die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind für Weitverkehrsnetze, wenn Sie
Digitalisierung, digitalisierte Anwendungen optimal unterstützen wollen. Ich freue mich nachher auf Sie als Zuhörer und ich verspreche Ihnen ein paar interessante Geschichten, wird an meinen Kollegen weitergeben. Und wir freuen uns jetzt sehr. Weitermacht Fabian Klose, Vice President Global Cloud Sales bei der Telekom, und er wird uns einen Einblick zum Thema Cloud geben. Fabian. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian Klose. Ich bin verantwortlich für den Cloud-Vertrieb in der T-Systems. Was bewegt uns denn gerade, vor allem in der Digitalisierung? Da sprechen wir heute sehr viel drüber. Das ist sehr stark die Public Cloud als Enabler und Treiber der Digitalisierung. Und wie positionieren wir uns da oder was ist unsere Kernbeobachtung im Markt und wo geht der Markt hin und wo ist wirklich die Rolle der T-Systems? Darauf möchte ich kurz eingehen. Wir kommen im Prinzip daher, dass wir über unterschiedlichste Branchen das Thema Public-Cloud-Nutzung gesehen haben in neuen Geschäftsmodellen, wirklich als Digitalisierungstreiber. Ja, ein Beispiel ist das ganze Thema Science, High-Performance-Computing im Wissenschaftsumfeld, wo wir unheimlich stark sind als Deutsche Telekom, im Automobilumfeld mit neuen Geschäftsmodellen, ja, mit neuen Mobilitätsmodellen. Oder auch in der Healthcare-Branche, in der regulierten Branche selbst jetzt mit auch neuer Dynamik und neuen Geschäftsmodellen. Ja, wir sehen eine hohe Dynamik gerade im Bankenmarkt durch Fintechs und da entsprechend neue Bewegungen. Und was passiert jetzt? Ja, die Unternehmen sind in der Cloud, ja, viele sind durch diese neuen Geschäftsmodelle da entsprechend eingestiegen und wir sehen, dass immer mehr Unternehmen jetzt den Schritt auch gehen, diese Nutzung drastisch auszuweiten, ja, weil die Business-Vorteile so stark da sind, ja, die Agilität, schnellere Release-Cycle, DevOps-Modelle einfach auch Innovation in unternehmensinterne Applikationen beispielsweise bringen. Das heißt, wir gehen sehr stark von diesem Thema Cloud Never, was es vor einigen Jahren hieß, in Cloud-First-Szenarien und bei einigen Kunden wirklich auch in Cloud-Only-Szenarien, dass wir sagen, dass eben große IT-Umgebungen in die Public Cloud gehen. Was sind die Themen, die uns als Telekom T-Systems speziell bewegen? Ja? Wir sehen jetzt hier, dass der Hyperscaler-Markt ja, drastisch wächst. Ja? Also mit einer Azure, mit einer Amazon Web Services. Und wir glauben als Telekom an diesen Markt, weil da eine unheimliche Innovationskraft drin steckt. Ja? Und weil wir überzeugt sind, dass dieser Markt nicht mehr aufzuhalten ist. Wir haben aber zusätzlich eigene Plattformen, wie die Open Telekom Cloud, hochsicher in Biere und Magdeburg, in unserem Hochsicherheitsrechenzentrum, Open Stack basiert auf offenen Technologien, wo wir bestimmte Workloads in dem Public Cloud Modell abbieten und mit einer spezifischen Wertschöpfung und Value Proposition. Das heißt, wir haben eigene Plattformen für bestimmte Workloads, aber wir glauben auch an die Hyperscaler. Und ein anderes ganz wichtiges Thema ist, Sie sehen hier, dass ungefähr 27% des Marktes ist das ganze Thema System Integration und Professional Services. Und da setzen wir als T-Systems sehr stark an. Genauso stark wie die Plattformen wachsen, wächst auch dieses ganze Service Business. Und wir als T-Systems transformieren uns sehr stark selber und wir transformieren unsere Kunden in die Public Cloud und das ist ein sehr wichtiges Element entsprechend unserer, den wir im Markt adressieren. So, was ist unsere Vision oder wo ist entsprechend unsere Wertschöpfung? Wir sind die First Choice Digital Platform. Ja, was heißt es? Wir machen Business mit den Hyperscalern, mit einer AWS, mit einer Azure, aber genauso mit einer Open Telekom Cloud, um ihre Digitalisierung so voranzubringen, dass sie die bestmögliche Wertschöpfung rausziehen, aber trotzdem mit einer hohen Sicherheit und einer hohen Resiliency. Wir sind der Preferred Partner for Enterprise. Was heißt das? Wir transformieren auch Enterprise-Workloads, Enterprise-Kunden und Applikationen in die Cloud. Ja, sehr stark aktuell im SAP-Umfeld. Wir sind der größte SAP-Hoster in Europa und gehen das Thema gerade entsprechend sehr aktiv an und sind jüngst zertifiziert worden für unsere Open Telekom Cloud im SAP-Umfeld und hatten auch einige Announcements entsprechend mit Microsoft, dass wir auch Kunden sehr aktiv in Azure migrieren. Und sind Leader in Any Cloud.
Ja, Sie können bei uns die Public Cloud bekommen, ja, die Private Cloud, und Sie können die Dynamik der Public Cloud auch in Ihrem eigenen Rechenzentrum nutzen mit unserer Open Telekom Cloud Hybrid, ja, mit der wir jetzt an den Markt gegangen sind. In Ihrem Rechenzentrum mit der vollen Dynamik und Flexibilität der Public Cloud in einem hybriden Modell. Wie ist unsere Strategie konkret oder wie schaut das mit den Plattformen aus? Ja, die Open Telekom Cloud ist entsprechend die Plattform, wo wir als Telekom die höchste Wertschöpfung haben. Deshalb hat diese Plattform ein entsprechendes Gewicht. Wir partnern genauso mit der Azure, der AWS. Wir haben ein DevOps-Modell mit App Agile, was wir auf die Kundenbedürfnisse anpassen können und Applikationen auch in einem DevOps-Mode direkt in eine betriebene Umgebung pushen können. Und wir arbeiten sehr intensiv auch im Orchestration-Umfeld mit Partnern zusammen und sind zum Beispiel der einzige Anbieter, der das Thema ServiceNow aus einer deutschen Cloud anbietet, ja, und auch diesen ganzen Stack speziell für den deutschen Markt entsprechend hostet. Und selektive SaaS-Lösungen sind entsprechend auch Teil unseres Portfolios. Was sind die Kernservices? Ja, Public Cloud, Hybrid Cloud hatte ich angesprochen, die volle Dynamik und Wertschöpfung und entsprechende Serviceleistung. Navigate, ja, wir beraten Sie, wie kommen Sie in die Cloud, was ist der Business Case dahinter, was sind die richtigen Workloads und wie holen Sie auch die größte Wertschöpfung raus. Wir implementieren Ihnen die Leistungen und wir betreiben sie auch. Ja, das heißt, wir sind der Partner und das Unternehmen, das Sie end-to-end in die Cloud transformiert. Nur ein kurzes Beispiel, wo wir gerade eine besondere hohe Wertschöpfung sehen, ist das ganze Thema High-Performance-Computing. Wir haben Anfang des Jahres mit dem Forschungszentrum CERN in der Schweiz einen Vertrag geschlossen, dass wir für Satellitendaten High-Performance-Berechnungen machen und bringen verschiedene Themen hier zusammen. Ja, zum einen in der Open Telekom Cloud den Aspekt, dass wir im Sinne von Benchmarks einfach unheimlich hohe Performance-Anforderungen haben, dass wir mit OpenStack eine sehr offene Plattform haben, ein Developer-Ecosystem, was sich leicht erweitern lässt und trotzdem highly secure entsprechend aus Deutschland liefern und auch noch den entsprechenden Betrieb anbieten können. Und gerade im High-Performance-Umfeld hatten wir jetzt viele weitere Abschlüsse, weil wir hier eine besondere Wertschöpfung entsprechend reinbringen können in dieses ganze Big Data-Umfeld, auch im Kontext sehr kritischer Daten. In diesem Sinne würde ich mich freuen, in viele einzelne Diskussionen natürlich mit Ihnen einzutreten und hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, wo wir uns im Speziellen mit der T-Systems Cloud und Telekom Cloud differenzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Fabian, an der Stelle. Vielen Dank. So, jetzt machen wir direkt weiter mit dem Thema Security. Und ich darf auf der Bühne begrüßen den Vice President, Leiter Telekom Security, Thomas Müller-Kassner. Guten Tag, meine Damen und Herren. Security brauchen wir alle, irgendwie wissen wir das, aber irgendwie ist das kein Thema, was uns emotional sehr stark abholt. Wir reden hin und wieder drüber und irgendwie verfolgt uns doch so ein bisschen die Vorstellung, wie das früher war. Da gab es ein paar Hacker, die waren stolz, wenn sie es geschafft haben, ihren Virus auf ein paar Millionen PCs zu bringen und dann halt eben besonders cool in ihrer Community waren. Das ist aber lange her. Wir reden heute erstens über ein wirtschaftliches Thema, was unheimlich groß ist. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass wir ungefähr in Deutschland eine Auswirkung haben von um die 50 Milliarden Euro, die wir Schaden durch Cybersecurity haben. Wenn wir die Nachrichten anschauen, sind 50 Milliarden Beträge, die wir ja sehr oft hören, oftmals sehr viel höhere, gerade gestern diese 1 Billion mit den Tage-2-Seiten. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass der gesamte deutsche Gesundheitssektor ungefähr 300 Milliarden Euro groß ist, dann zeigt das ungefähr, was hier ein Schaden wirklich an realem Verlust auch in der Industrie und im Staat entsteht. Wir haben einen riesengroßen Verlust, den wir dann auch ausbaden müssen und da müssen wir etwas tun, weil es geht heute nicht darum, ein paar Viren zu verteilen, sondern es geht darum, an Ihre Daten zu kommen, Ihre Patente abzugreifen, Ihr Wissen, Ihr Know-how. Die zweite Dimension, die wir heute oftmals sehen, ist, dass es nicht nur um irgendeinen Rechner geht, der mal
belegt ist mit irgendwelchen Viren, sondern es geht darum oftmals, dass wir heute auch im Menschenleben reden. Wenn wir uns anschauen, dass vor einiger Zeit in der Ukraine im Dezember mehrere Tage das Stromnetz down war, weil halt eben Attacken es angegriffen haben, mitten im Winter. Wenn wir uns anschauen, dass es Krankenhäuser gab, die mehrere Tage lang nicht operieren konnten, dann ist nicht nur Geld bedroht, sondern es ist auch unser physisches Leben bedroht durch Hackerangriffe. Und last but not least, wenn wir verfolgen, was so alles passiert ist mit Angriffen auf Bundesregierung, auf Bundestag, wenn wir über diese Fake News und Wahlmanipulation reden, dann haben wir auch noch eine dritte Dimension, die lautet, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ist auch unter Beschuss. Also insofern müssen wir sagen, dass diese ganzen Angriffe uns alle bedrohen und dass wir mega was tun müssen, um da auch stabil stehen zu bleiben. Hinzu kommt, dass wir hier viel über Digitalisierung reden und ein Satz, den man ja sehr häufig hört, lautet, Digitalisierung verändert alles. Und wenn sie alles verändert, dann verändert sie natürlich auch die Security. Die Firma ist ja heute nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist eine Burg, das sind dicke Mauern drumherum und alles ist gut. Das Problem heute ist ja, dass die Firma sich so aufgestellt hat, dass keiner mehr in der Burg ist. Unsere Mitarbeiter sind mit ihren Notebooks, arbeiten von zu Hause, von unterwegs. Alle haben mobile Devices, mit denen sie auf Firmendaten zugreifen können. Ob wir es wollen oder nicht, viele Mitarbeiter nutzen ihre privaten Devices, also Bring Your Own Device, findet statt, egal ob das in der Firma vorgesehen ist oder nicht. Und last but not least haben wir immer mehr diese sogenannten Bots, diese technischen User, die angefangen von Lampen bis zu Steckdosen und die ganzen Sensoren ja auch in unbeschreibbarer Zahl zunehmen. Und die eben nicht mehr im ganz direkten Zugriff der Firma sind, sondern weit verteilt, teilweise auch weltweit. Und auch wenn wir aus den höheren Geschossen des Unternehmens bildlich gesprochen in den Keller gehen, uns angucken, wie die IT aufgestellt ist, dann ist es ja heute auch oft nicht mehr so, dass wir da Server stehen haben, die dann unter guter Beobachtung der Firmen-IT dann administriert werden, sondern wir setzen immer mehr Cloud-Server ein. Das heißt, unsere Daten liegen auf irgendwelchen Cloud-Farmen irgendwo in der Welt und oftmals auch für die Firma wichtige Daten. Und dann gibt es halt auch noch das letzte Thema, die Schatten-IT. Auch das ist etwas, das können wir verbieten, das können wir wollen oder nicht. Die Mitarbeiter nutzen halt eben Dropbox, die Mitarbeiter nutzen verschiedene Services, tauschen sich aus über WhatsApp und was auch immer. Und dadurch findet ja auch die Möglichkeit statt, dass Daten unser Unternehmen verlassen können und auch durchaus sensible Daten. Wichtig für uns wird jetzt halt eben zu sehen, was muss man in so einer Situation tun? Und ich möchte Ihnen gleich in dem Vortrag ein Set von Regeln mit an die Hand geben, wo wir sagen, wenn Sie diese Dinge berücksichtigen, haben Sie einen weitgehenden Schutz in Ihrem Unternehmen erzielt. Und was Sie halt eben tun, ist nicht mehr Elemente oder auch Gebäude zu schützen, sondern worum Sie sich bemühen müssen, ist eben dem Schutz der einzelnen Daten. Und da möchte ich Ihnen ein paar Dinge nachher auch an die Hand geben, womit Sie auch ganz konkret in Ihrem Unternehmen etwas tun können. Und ich freue mich dann auf die Diskussion mit Ihnen nachher. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleiben Sie direkt bei mir. Und ich möchte gerne noch mal die anderen beiden Herren hier auf die Bühne holen. Super. Einmal zu mir. Genau. Ich habe nämlich tatsächlich auch schon ein paar Fragen über Slido erhalten. Wie gesagt, über Slido alle Fragen stellen, auf slido.com gehen und dann Telekom eingeben und dann geht's los. Und zwar wollte jemand tatsächlich von Ihnen, Herr Müller-Kassner, wissen, wo stehen wir eigentlich in 3 Jahren, was das Thema Security betrifft? Ja, also in unserer Branche sind 3 Jahre eine lange Zeit. Also wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass wir mal im Sommer zur CeBIT nach Hannover fahren? Ich glaube, was auf alle Fälle passieren wird, ist, dass sich so diese klassischen Firmenstrukturen, was die IT betrifft, auflösen werden. Also was ich eben schon angedeutet habe, also die Digitalisierung verändert alles. Dass sie die sich auflösen werden. Es gibt ja heute auch schon Diskussionen so über Beyond Corporate Network, also wo man sagt, man hat Firmen, die gar kein Firmennetz mehr haben. Und das sind so Themen, die natürlich auch dann massives Umsteuern mit sich führen werden. Und wo man sagen kann, man muss wirklich die einzelnen Daten schützen und überhaupt nicht mehr irgendwelche Infrastrukturen. Also das sind so eine Entwicklung, über die werden wir mit Sicherheit in 3 Jahren reden. Und das zweite große Thema, würde ich sehen, ist das Thema Automatisierung, wo man einfach sagen muss, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, den wir gerade in unserer Branche ja
weltweit ganz massiv spüren, wird man um eine massive Automatisierung gar nicht drum herum kommen können. Vielen Dank. Und an Fabian Klose die Frage. Herr Klose, welche Möglichkeiten und Lösungen hinsichtlich der Hybrid- und Multicloud bietet T-Systems? Verschiedene Ansätze. Also das ein Thema, was ich ja umrissen hatte, ist unsere Open Telekom Cloud Hybrid. Ja, also es ist einfach eine Möglichkeit, eine Public Cloud quasi in ihr eigenes Rechenzentrum zu erweitern. Ja, zwar mit einer dedizierten Umgebung, aber der vollen Flexibilität. Und Sie können dann mit dem OpenStack-Ansatz wirklich entscheiden, legen Sie eine Applikation in die Public Cloud oder entsprechend in Ihr eigenes Rechenzentrum, sehr flexibel. Wir haben aber auch Möglichkeiten im Sinne einer Cloud Orchestration und setzen das auch gerade bei einigen großen Kunden um, über verschiedene Clouds hinweg zu orchestrieren mit einem entsprechenden eigenen Lösungsansatz. Und da auch die Dynamik zu haben, ins eigene Rechenzentrum oder auf AWS, Azure oder entsprechend die Open Telekom Cloud ihre Applikationen zu deployen. Also Sie haben die volle Flexibilität. Wenn wir noch mal einen Moment bei der Cloud bleiben, das ist ja so ein wirklich sehr spannendes Thema für viele hinsichtlich Datenschutz. Also was können Sie denjenigen sagen, die sagen, ich habe so ein bisschen Bedenken, was tut sich da vielleicht auch gerade im Bereich, wie kann man diese Bedenken wegräumen? Ja, also es gibt im Prinzip verschiedene oder ein dreistufige, ich würde dreistufig antworten. Das erste ist, was ich beobachte im Cloud-Markt ist einfach, dass der Geschäftsnutzen einer Cloud-Nutzung da sein muss. Also ansonsten braucht man auch man braucht jetzt nicht über Cloud reden, wenn es keinen Nutzen für das Geschäft gibt. Ja, also dass man sagt, man braucht die Skalierung, weil man ein neues Geschäftsmodell hat oder man profitiert von schnelleren Bereitstellungszeiten oder zusätzlichen Services, die auf einmal global angeboten werden. Wenn das der Fall ist, sind die Plattformen, die es einfach am Markt gibt, sehr viel sicherer geworden. Ja, also auch eine AWS, eine Azure, viele haben jetzt einfach Rechenzentren in Deutschland. Und da kann man in der Argumentation oder im Gespräch sehr oft Ansätze finden, auch ein hohes Sicherheitsniveau entsprechend sicherzustellen. Wenn wirklich das Sicherheitsniveau ausschlaggebend ist und auch sehr kritische Daten oder Themen da sind, die wirklich im deutschen Raum bleiben muss und wo man auch das Restrisiko vermeiden will, ja, dass eine US-Regierung beispielsweise jemals darauf zugreifen kann, bieten wir als Telekom mit der Open Telekom Cloud dann den Ansatz, in Biere, Magdeburg Services anzubieten, auch in einer Public Cloud und eben High Secure. Ja, das heißt, der Business-Nutzen steht im Vordergrund, das ist das Wichtige. Und wenn man das Szenario gefunden hat, bietet die Bandbreite, die die Telekom bietet, ja, mit unseren Hyperscaler-Partnerschaften, aber der eigenen Open Telekom Cloud, denke ich, die höchstmögliche Sicherheit. Herr Welz, Sie gehen ja gleich noch mal intensiver auf Ihr Thema ein, aber vielleicht bevor wir noch tiefer einsteigen, eine Frage noch. Wir hatten gerade die Visionsfrage. Wenn Sie das jetzt auf das Thema Connectivity beziehen, wo stehen wir da in 3 Jahren? Was wünschen Sie sich auch ganz konkret? Ja, ich glaube, dass die Netze sehr viel intelligenter werden in Zukunft. Das heißt, die Daten, die bei Digitalisierung und Co. anfallen, die werden einfach cleverer übertragen und das heißt auch, dass zunehmend die Softwaresteuerung die Netze einziehen wird. Ich glaube, in 3 bis 5 Jahren werden wir wirklich komplett softwaregesteuerte Netze haben, die diese Applikationen, die Cloud und Co. laufen und die Sensorik, die draußen ist, optimal unterstützen. Und auch Bandbreite, glaube ich, wird immer weniger ein Thema sein. Wir werden in Zukunft viel mehr Bandbreite zur Verfügung haben. Das sind so die Trends, die ich sehe. Also es wird schneller und es wird intelligenter. Und wenn wir jetzt so mal ein bisschen den Vergleich, Fabian Klose hat es auch gerade angesprochen, so Deutschland und auch andere Länder. Wo stehen wir da eigentlich in Deutschland, was das Thema Connectivity betrifft, im Vergleich auch zu anderen Ländern? Sind wir da schon weit? Können wir noch ein bisschen aufholen? Also da gibt es sehr große Unterschiede. Wir sind da, glaube ich, irgendwo im guten Mittelfeld. Das heißt, wir haben noch jede Menge auch aufzuholen. Es gibt ein paar Länder, die gehen vorne weg, wie in Nordeuropa zum Beispiel. Da gibt es einen Rechtsanspruch auf viel Bandbreite, auf Netz, auf Internet. Soweit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, wir befinden uns so im guten Mittelfeld. Herr Müller-Kassner, wenn Sie mal schauen für den Bereich Security, so die Länderfrage, wie sind wir da in Deutschland aufgestellt im Vergleich zu anderen Ländern? Also was wir in unserer Branche haben, ist eine absolute Internationalität.
Es ist auch so, dass wir arbeiten als Managed Service, Security Service Provider. Das heißt, wir bieten komplett Angebote unseren Kunden an. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir um die 50 Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Sehr viele USA, sehr viele auch aus Israel, die ja da als Land auch besonders aktiv sind. Das heißt, wir bieten eine ganze Menge Service an unseren Kunden. Insofern, glaube ich, sind die Länder da sehr, sehr ähnlich unterwegs. Ich glaube eher, es ist eine Frage auf der Kundenseite, inwieweit die Notwendigkeit erkannt wird, wie stark steige ich in Themen ein. Ich werde nachher auch noch mal ein bisschen was erzählen, dass man von diesem reinen Prevention weg muss, auch auf Detection stärker gucken muss. Das sind sicherlich Themen, die wir noch dann stärker entwickeln müssen in Deutschland. Aber ansonsten sind wir eine unheimlich internationale Branche, sodass es eigentlich da relativ wenig nationale Ausprägungen gibt. Fabian Kluse, vorhin hatten wir das Thema Datenschutz kurz angesprochen. Wenn du jetzt so ganz viel auch unterwegs bist in deiner Rolle, was sind eigentlich so die drängendsten Fragen, die bei der Cloud kommen? Datenschutz ist das eine, aber gibt es andere, wo du merkst, das ist etwas, was den Leuten total am Herzen liegt? Also meine Beobachtung jetzt im Jahr 2018 ist wirklich, dass wirklich große Unternehmen, viele DAX-Unternehmen sich entschieden haben, sehr breit in die Public Cloud zu migrieren. Auch Unternehmen, die vor ein, zwei Jahren, auch die IT-Leiter mir noch gesagt haben, das wird nie passieren, wirklich in die Public Cloud. Und das drängendste Thema ist, Ressourcen zu kriegen, die helfen können, diese Transformation zu begleiten und den richtigen Skill haben. Und das ist genau dieses Thema, das wir mit Managed Cloud Services als Telekom adressieren und unseren Kunden helfen wollen, diese Transformation in die Cloud zu realisieren. Gibt es denn da Unterschiede? Wir hatten vorhin von Herrn Rickmann auch gehört, das Thema Hidden Champions. Sieht man da Unterschiede so im Bereich auch sozusagen Corporates und diejenigen, die eher im Mittelstand oder Hidden Champion ist ja fast kein Mittelstand mehr, unterwegs sind, auch was die Einstellung zu Cloud und auch Datenschutz betrifft? Also meine Beobachtung gerade ist, dass die großen Unternehmen wirklich voranpreschen, also die Enterprise-Unternehmen, die Global Player aus einfach Wettbewerbsgründen, ja, und dass die Hidden Champions in ihren globalen Geschäftsmodellen sehr stark sind, aber diesen Schritt in die Transformation sicherlich dann als nächstes dann auch meistern werden. Aber eine wirklich noch höhere Dynamik ist gerade in den großen Unternehmen für uns ersichtlich. Super, herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt weiter im Programm an die beiden Herren Fabian Kluse und Thomas Müller-Kassner. Danke für den Moment und Herr Welz, Sie bleiben erstmal bei mir. Vielen Dank. Danke.